Herzlich willkommen hier einmal mehr bei Canisius TV. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, heute ist ein Feiertag, ein großer kirchlicher Feiertag. Wir gehen ja alle auf Ostern zu, auf die Karwoche zu. Aber die Kirche feiert heute die Verkündigung des Herrn, denn in genau 9 Monaten ist Weihnachten. Und heute kommt der Engel Gabriel zur Jungfrau Maria. Es ist die Empfängnis der Jungfrau Maria. Und in 9 Monaten, so will es die Biologie, kommt dann Jesus, in seinem Fall natürlich pünktlich, 9 Monate später, kommt er zur Welt. Ich lese das Tagesgebet vom heutigen Festtag, dem 25. März. Gott, du bist groß und unbegreiflich. Nach deinem Willen ist dein ewiges Wort im Schoß der Jungfrau Maria Mensch geworden. Gläubig bekennen wir, dass unser Erlöser wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Mache uns würdig, Anteil zu erhalten an seinem göttlichen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, hätten Sie gerne einmal eine himmlische Erscheinung? Die Jungfrau Maria oder vielleicht Gott selber oder ein Engel? Immerhin müssten dann doch alle Zweifel, ob es Gott gibt, ob die Bibel stimmt, weg sein. Wir würden dann nicht mehr glauben müssen, sondern wissen dürfen. Ich persönlich hätte gerne so eine Erscheinung. Allerdings machen mich die Berichte von den Erscheinungen in der Bibel, die machen mir allesamt nicht den Eindruck, als wie, dass es sich da um ein Vergnügen handeln würde. Im Gegenteil, wenn man sich die Berichte von solchen Erscheinungen in der Bibel durchliest, dann hat man den Eindruck, die Betroffenen sind nicht gerade erfreut darüber. Die meinen nämlich, jetzt hat mein letztes Stündchen geschlagen. Damit die Berufenen nicht gleich in Ohnmacht fallen, muss der Engel sagen Dinge wie, fürchte dich nicht. Ja, sei es bei Mose, als ihm Gott im Dornbusch erscheint, sei es beim Propheten Jesaja, als der im Tempel eine Vision hat, oder sei es wie am heutigen Tag der Engel Gabriel, der Gottesmutter Maria erscheint. Zuerst braucht es Entwarnung, sonst stirbt der oder die Begnadete schon vor der Auftragserteilung an einem Herzinfarkt. Die Menschen der Bibel, die wussten noch, Gott ist kein cooles Event, sondern Gott ist heilig. Für die unmittelbare, direkte Gottesbegegnung ist der Mensch nicht gebaut. Das ist ein zu großes Unterfangen, das ist eine Überdosis. Genauso wenig wie ein Mensch mit bloßer Hand an ein Starkstromkabel fassen kann, ohne dass er sein Leben verwirkt, genauso kann er Gott von sich aus nicht begegnen. Außer Gott transponiert sich von sich aus selber auf unser menschliches Niveau herab. Er kommt auf unser Niveau herunter, auf die menschlich verkraftbare Ebene, mit der wir auch sonst Personen begegnen. Sind wir mal ehrlich, den meisten von uns rutscht doch schon das Herz in die Hose,
wenn wir den angehimmelten Star begegnen und ihn um ein Autogramm bitten. Der Romeo, der sonst nicht auf den Mund gefallen ist, der bringt, als er seiner Julia den Heiratsantrag stellen wird, er bringt kein Wort heraus. Raten Sie mal, was ich in Rom dem damaligen Papst Johannes Paul II. Gesagt habe, als er mich nach einer Messe einmal angesprochen hat. Richtig, nichts. Ich brachte kein Wort heraus, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen habe, dem schon mal ein paar Dinge mitzuteilen. Nun, der Erzengel Gabriel scheint das schon öfters durchgemacht zu haben. Er und die Jungfrau Maria kommen nach dem ersten Schrecken doch noch ganz gut ins Plaudern. Uns geht es heute ums Prinzip. Wenn Gott mit uns Menschen von Face to Face kommunizieren will, dann muss er sich auf unser Niveau herabbegeben. Und das macht er an Weihnachten. In genau 9 Monaten ist es soweit. Gott wird Mensch, damit wir ihm auf Augenhöhe begegnen können. An Jesu Worten und Taten wird man ablesen, wie Gott ist, was er möchte, wofür er steht, wofür er zu haben ist, wofür er nicht zu haben ist, was ihm gegen den Strich läuft. Inkarnation, Menschwerdung, das ist ein unerhört steiler Gedanke. Ein schier wahnsinniges Ansinnen, denn er müsste es ja nicht machen. Wer zwingt Gott denn? Er tut es trotzdem. Warum? Antwort, ein Wort, Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt hineingesandt, ja hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern gerettet wird. So sagt es die Bibel in einem ihrer schönsten zusammenfassenden Sätze. Und an Weihnachten, da werden wir es singen, Christ der Retter ist da. Und unsere Antwort auf diese Rettungsinitiative Gottes, es kann nur die Antwort der Jungfrau Maria sein. Siehe, ich bin die Magd, ich bin der Knecht des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gott, ich bin dabei. Ich mache mit. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bete. Allmächtiger Gott, um uns auf Augenhöhe zu begegnen, bist du in Jesus von Nazareth Mensch geworden. Wir bitten dich für alle Menschen, die auf ein Zeichen warten, um an Jesus Christus glauben zu können. Offenbare dich ihnen als der Lebendige und zeige ihnen den Weg, den sie gehen sollen. Die einzigartige Corona-Krise macht uns sprachlos. Lass uns Worte finden, die andere ermutigen und ihnen Hoffnung geben. Wir beten in unseren persönlichen Anliegen und Nöten. Für alle von uns, die keine Motivation verspüren und ausgebrannt sind, schenke uns Bereitschaft, uns als Magd oder Knecht Jesu Christi in deinen Dienst zu stellen. Unbegreiflicher Gott, in 9 Monaten ist Weihnachten, da ist noch lange hin, aber heute, am Tag der Verkündigung beginnt das Geheimnis der Menschwerdung Jesu Christi, deines Sohnes,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ich lese Psalm 91. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn: Du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist dir seine Treue. Du brauchst dich vor den Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, vor dem Pfeil, der am Mittag dahinfliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Fallen auch 1000 zu deiner Seite, dir zur Rechten 10-mal 1000, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen, wie dein Frevlern vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuflucht. Du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. Dir begegnet kein Unglück, kein Unglück naht deinem Zelt. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lass ihn schauen, mein Heil. Und so segne euch und all eure Lieben der Mensch gewordene Gott, der in Jesus Christus Mensch gewordene Gott, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Es segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bis morgen.